Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Linda Zervakis. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Grünen haben auf ihrer Delegiertenkonferenz in Hamburg mit großer Mehrheit einen Antrag zur Agrarpolitik verabschiedet. Darin werden Massentierhaltung und industrielle Landwirtschaft abgelehnt. In einem weiteren Antrag fordern die 700 Delegierten eine humanere Flüchtlingspolitik. Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann hatte zuvor in einer leidenschaftlichen Rede seine umstrittene Zustimmung zum Asylkompromiss im Bundesrat verteidigt. Besonders die jungen Grünen werfen ihm vor, damit Parteiprinzipien verraten zu haben. Kaum beginnt der baden-württembergische Ministerpräsident seine Rede zur Flüchtlingspolitik, gibt es stummen Protest gegen ihn von der grünen Jugend. Sie wirft ihm vor, im Bundesrat einem faulen Kompromiss zur Asylpolitik zugestimmt zu haben. Ich brauche alle. Zwar haben uns 25% gewählt, aber 75 nicht. Und ohne dass ich alle Kräfte, alle gutwilligen Kräfte habe, und die habe ich Gott sei Dank, kann ich das nicht schaffen. Und nur wer Kompromisse macht, kann auch von anderen welche erwarten. Winfried Kretschmann, dem einst von der Partei so gescholtenen, wird lange applaudiert. In einer leidenschaftlichen Rede hatte er zuvor die Verbesserung für Flüchtlinge hervorgehoben, die er der Bundesregierung abgetrotzt hat. Auch wenn dafür nun drei Balkanländer als sichere Herkunftsstaaten gelten. Es ist eine furchtbar schwierige Abwägung, die wir zu treffen haben. Wenn wir Verbesserungen für einige nur gegen Verschlechterungen für andere umsetzen können. In einem Sofortprogramm fordern die Delegierten unter anderem eine sichere und legale Einreise für Flüchtlinge nach Europa. Doch das Flüchtlingsthema beschreibt das Dilemma der Grünen. Starke Länder, zurückhaltende Führung auf Bundesebene. Die Grünen setzen auf ihrem Parteitag auf einen radikalen Umbau der Landwirtschaft. Das neue zentrale Thema, die Agrarwende. Die Agroindustrie verschmutzt weltweit und auch bei uns das Grundwasser. Und die Massentierhaltung, so wie sie stattfindet, ist nur noch Massentierquälerei. Ja, die Agrarwende hat ökologisch eine ähnliche Bedeutung, wie sie die Energiewende hat. Konkret fordern die Grünen eine drastische Einschränkung des Einsatzes von Pestiziden auf Äckern und ein Verbot gentechnisch veränderter Pflanzen. Der gesunde Apfel wird das neue Sinnbild der Grünen. Wie sich die Grünen für die Zukunft aufstellen wollen, dazu jetzt mehr von meinem Kollegen Reinhard Becker. Positionen klären und Streit beilegen, das zieht sich wie ein roter Faden durch den grünen Parteitag. Zwar wurde teilweise leidenschaftlich und kontrovers diskutiert, zum Beispiel über die Asylpolitik, doch am Ende haben die Grünen ihrem einzigen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann verziehen. Mit seiner umstrittenen Zustimmung zum Asylkompromiss der Bundesregierung hatte Kretschmann seine Partei gespalten, war scharf kritisiert worden. Doch die Parteivorsitzenden, aber auch namhafte Kritiker stellten sich heute hinter Kretschmann. Eine Partei, die demnächst an 8 Landesregierungen beteiligt ist, hieß es hier im grünen Bundesvorstand, die können nun mal im Bund nicht immer reine Oppositionspolitik machen. Auch thematisch setzen die Grünen neue Schwerpunkte. Nach der Energie soll jetzt die Agrarwende ein großes Thema der Partei werden. Mit guter, gesunder Ernährung sollen also in Zukunft die Wähler mobilisiert werden. Und damit zurück zu Linda Zervakis. Mehr zum Thema gibt es auf tagesschau.de. Dort finden Sie einen ausführlichen Parteitagsbericht sowie ein Interview mit dem Geschäftsführer der Grünen, Kellner. In Deutschland haben in mehreren Städten rechte Gruppen zu Kundgebungen gegen Asylpolitik aufgerufen. In Berlin protestierten rund 800 Menschen gegen den Bau neuer Flüchtlingsunterkünfte im Bezirk Marzahn-Hellersdorf. Die Demonstration wurde nach Erkenntnissen der Sicherheitsbehörden von Neonazis organisiert. Etwa 2500 Gegendemonstranten blockierten den Protestzug mehrere Stunden lang, bevor er starten konnte. Dazu aufgerufen hatten Bürgerinitiativen, Parteien und linke Gruppen. Vereinzelt kam es zu Auseinandersetzungen mit der Polizei. Im Berliner Stadtteil Friedrichshain haben am Abend etwa 1000 Anhänger linker Gruppen mit einer Demonstration an Silvio Meyer erinnert. Der Hausbesetzer war 1992 von einem Neonazi erstochen worden. Die Organisatoren riefen zur Solidarität mit den Opfern rechter Gewalt auf. Sie forderten, man müsse sich gegen jede Form rassistischer und neonazistischer Unterdrückung zur Wehr setzen.
Die Bundesregierung will offenbar mit einem neuen Klimagesetz Druck auf die Betreiber von Kohlekraftwerken ausüben. Nach einem Konzeptpapier des Wirtschaftsministeriums, das der Agentur Reuters vorliegt, sollen die Versorger in den kommenden 5 Jahren mindestens 22 Millionen Tonnen Kohlendioxid einsparen. Die Vorgaben könnten das Aus für etwa 8 alte Braun- und Steinkohlemeiler bedeuten. Hintergrund sind die selbstgesteckten Klimaziele der Bundesregierung bis 2020. Die internationalen Gespräche über das Atomprogramm des Iran werden voraussichtlich nicht wie geplant bis zum Montag abgeschlossen. Möglicherweise wird die Frist noch einmal verlängert. Bundesaußenminister Steinmeier sagte in Wien, trotzdem sei eine Lösung des Konfliktes so nah wie noch nie. Er sprach unter anderem mit seinem US-Amtskollegen Kerry. Die 5 UN-Vetomächte und Deutschland wollen sicherstellen, dass Teheran kein atomwaffenfähiges Uran anreichert. Der Iran will ein Ende der gegen ihn verhängten Wirtschaftssanktionen erreichen. Die USA versuchen weiterhin, die Türkei zu einem stärkeren Engagement im Kampf gegen die Terrorgruppe Islamischer Staat zu bewegen. US-Vizepräsident Biden kam dazu heute in Istanbul unter anderem mit dem türkischen Präsidenten Erdogan zusammen. Konkrete Ergebnisse gaben beide anschließend nicht bekannt. Biden kündigte allerdings an, die USA würden ihre Hilfen für syrische Flüchtlinge um mehr als 100 Millionen Euro aufstocken. Eigentlich sollte es nur ein 2-stündiges Arbeitsessen werden, doch dann saßen Biden und Erdogan über 4 Stunden zusammen. Der amerikanische Vizepräsident war in die Türkei gekommen, um den NATO-Partner stärker in den Kampf gegen den IS einzubinden. Denn obwohl Präsident Erdogan der US-geführten Koalition Unterstützung im Kampf gegen die Terrormiliz IS zusagte, blieben die türkischen Panzer beim Kampf um Kobane nur in der Drohposition. Geschossen wurde nur, wenn es Granateinschläge auf türkischer Seite der Grenze gab. Und noch immer starten die amerikanischen Bomber von weit entfernten Flugzeugträgern, anstatt den NATO-Stützpunkt Incirlik im Süden der Türkei zu nutzen. Man könnte sich ein stärkeres Engagement vorstellen, erwartet aber von der internationalen Gemeinschaft mehr Einsatz, um auch den Syrien-Konflikt zu lösen. Die internationale Gemeinschaft wird von regionalen Vorfällen erschüttert und tut dann aber zu wenig, um wieder Ordnung in der Region herzustellen. Diplomatisch zurückhaltend lobte der amerikanische Vizepräsident die bisherige Zusammenarbeit und dass die Türkei bereit sei, kurdische Einheiten für den Kampf gegen den IS auszubilden. Neben der Bekämpfung des IS haben wir auch über die Stärkung der syrischen Opposition und den Prozess des politischen Übergangs in Syrien gesprochen, der vom Assad-Regime wegführen muss. Außerdem kündigte er eine Aufstockung der amerikanischen Flüchtlingshilfe um 108 Millionen Euro an, denn die Türkei sei mit 1,6 Millionen Flüchtlingen das Land, das die größte Last zu tragen habe. Im Nordosten Kenias haben Islamisten einen Reisebus überfallen und 28 der 60 Passagiere getötet. Zu der Tat bekannte sich die Terrorgruppe Al-Shabaab. Nach Behördenangaben erschossen die Täter gezielt die Nichtmuslime unter den Fahrgästen und flohen anschließend über die Grenze nach Somalia. Al-Shabaab hat in den vergangenen Jahren zahlreiche Anschläge in Kenia verübt, unter anderem im September 2013 auf ein Einkaufszentrum in der Hauptstadt Nairobi. Der frühere portugiesische Regierungschef Sócrates ist wegen des Verdachts auf Steuerhinterziehung festgenommen worden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft geht es bei den Ermittlungen außerdem um den Vorwurf der Geldwäsche und Korruption. Der Sozialist Sócrates war 2011 als Ministerpräsident zurückgetreten, nachdem ihm das Parlament in der Euro-Krise die Zustimmung zu weiteren Sparmaßnahmen verweigert hatte. In Frankfurt am Main haben linke Gruppierungen gegen zu viel Macht von Banken demonstriert. Nach Angaben der Polizei zogen etwa 2000 Anhänger des sogenannten Blockupy-Bündnisses durch die Innenstadt. Einige Demonstranten gelangten auf das neue Gelände der Europäischen Zentralbank und bewarfen das Gebäude mit Farbbeuteln und Steinen. Anhänger der Blockupy-Bewegung kritisieren, das Gewinnstreben von Banken treibe Menschen in Armut. In der Fußball-Bundesliga hat der Tabellenzweite VfL Wolfsburg Boden auf Spitzenreiter Bayern München verloren. Die Norddeutschen unterlagen bei Schalke 04 mit 2:3. Der FC Schalke 04 in Blau-Weiß von Beginn an spielbestimmend und mit dem frühen Führungstreffer 10. Spielminute nach dem Pass von Höger Choupo-Moting mit dem 1:0.
Und derselbe Spieler war 12 Minuten später auch für den 2-Tore-Vorsprung verantwortlich. Choupo-Moting, diesmal nach der Vorarbeit von Boateng. Keine 2,5 Minuten dauert es dann. Dieser Freistoß von Christian Fuchs weit aus dem Halbfeld ohne eine weitere Schalker Berührung zum 3:0. Wolfsburg bis dahin chancenlos. 8 Minuten vor der Pause dann die erste Kombination der Gäste über Perisic und Olic zum 3:1 Halbzeitstand. Zurück aber blieb ein fassungsloser Wolfsburger Trainer Dieter Hecking. Der brachte dann mit Niklas Bendtner einen frischen Stürmer. Und Bendtner war es auch, der eine Viertelstunde vor dem Abpfiff den Anschlusstreffer erzielte. Dabei blieb es aber auch. Schalkes Coach Roberto Di Matteo im vierten Heimspiel mit seinem vierten Sieg. Eintracht Frankfurt gewinnt nach einem beherzten Spiel bei Borussia Mönchengladbach mit 3:1. Die Gladbacher ganz in Weiß gingen im ausverkauften Borussia-Park nach nur 5 Minuten in Führung. Der Schuss von Harvard Nordweit wurde noch entscheidend abgefälscht. In der zweiten Halbzeit dominierten die mutig nach vorn spielenden Frankfurter. Stendera in der 54. Minute mit dem 1:1, gleichzeitig das erste Bundesligator des 18-Jährigen. Nur 3 Minuten später staubte Alex Meyer zur 2:1-Führung ab. Mit seinem 7. Saisontreffer drehte Meyer das Spiel. Für die Entscheidung sorgte Takashi Inui eine Viertelstunde vor Schluss. 3:1, damit beendete der Japaner seine lange Torflaute. Nach einem groben Foul in der Nachspielzeit sah der schon verwarnte Chaka gelb-rot und machte den missratenen Nachmittag für Gladbach noch schlimmer. Frankfurt kann nach 5 Niederlagen in Folge mit diesem unverhofften Auswärtserfolg wieder jubeln. Die weiteren Ergebnisse: München-Hoffenheim 4:0, Mainz-Freiburg 2:2, Hannover-Leverkusen 1:3, Paderborn-Dortmund 2:2. Im Spiel Köln gegen Berlin steht es kurz vor dem Ende 1:1. Morgen trifft Hamburg auf Bremen und Stuttgart empfängt Augsburg. Die Tabelle: München strebt ungefährdet der Herbstmeisterschaft entgegen. Der Rekordchampion hat nun schon 7 Punkte Vorsprung vor Wolfsburg. Dahinter Mönchengladbach und Leverkusen. Auf den Europa-League-Plätzen Hannover und Schalke. Die zweite Hälfte: Frankfurt ist 12. vor Freiburg und Dortmund. In der Abstiegszone Bremen, Hamburg und Stuttgart. Formel-1-Pilot Nico Rosberg hat zum Saisonfinale in Abu Dhabi die Pole-Position erobert. Der Mercedes-Fahrer verwies im Qualifying Titelkonkurrent Lewis Hamilton auf Platz 2. Auch bei der letzten Zeitenjagd dieser Saison bestätigt Nico Rosberg seine Qualifying-Stärke. Erlaubt er sich im zweiten Abschnitt noch einen Fehler, so gelingen ihm hier im letzten und entscheidenden Teil zweimal ganz starke Runden und letztendlich die Bestzeit. Seinem Teamkollegen Lewis Hamilton dagegen unterläuft der Patzer genau im dritten Abschnitt. Der Führende der WM-Wertung kommt dort deshalb nie an Rosbergs Leistung heran. Beinahe 0,4 Sekunden ist Hamilton langsamer und startet den Finallauf von Platz 2. Nico Rosberg dagegen zum 11. Mal in dieser Saison von der Pole Position. Es könnte seine bislang wichtigste sein, ist sie doch die beste Ausgangsposition für den Rennsieg. Lewis Hamilton müsste dann Zweiter werden, damit er den Weltmeistertitel gewinnt. Und hier die Lottozahlen. 1, 5, 6, 11, 25, 37, Superzahl 9. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 23. November. Morgen überwiegt der Einfluss des Hochs über Italien. Dabei strömt sehr milde Luft aus Nordafrika zu uns. Dem Norden bringt dagegen ein Tiefausläufer teilweise dichte Wolken. In der Nacht kann es vor allem in Küstennähe noch regnen, sonst ist es oft nur locker bewölkt oder klar, bevor sich wieder Nebel bildet. Der löst sich morgen in tieferen Lagen des Südens und der Mitte nur zögernd oder gar nicht auf. Auf den Bergen und an deren Nordseiten ist es oft sonnig. Im Norden gibt es nur wenig Nebel, dafür immer wieder Wolken. Der Wind weht schwach bis mäßig, an den Küsten frisch mit starken Böen. Heute Nacht Tiefstwerte von 9 Grad am Niederrhein bis minus 2 in Oberfranken. Morgen werden zwischen 4 Grad bei Dauernebel an der Donau und 17 Grad im Raum Aachen erreicht. Am Montag in einem Streifen vom Westen bis in den Nordosten gebietsweise Regen. Im Südosten bleibt es ruhig mit Nebel und Sonne. Am Dienstag im Norden, Nordosten und in Teilen Bayerns freundlich. Sonst viele Wolken, im Westen etwas Regen. Mittwoch meist trocken bei einer Mischung aus Wolken, Nebel und Sonnenschein.
Karim Joska meldet sich um 23.30 Uhr mit diesen Tagesthemen. Beißhemmung, warum die Grünen Winfried Kretschmann den Rücken stärken und Erfahrungen aus Donetsk, wie Künstler den Krieg erleben. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.